Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Empyreon Galactic Survival mit dem schon wieder verschwundenen Trople. What I've done. I faith myself. Oh, wie geht der Text weiter? Toll. Er versaut es schon wieder. Ich hab's ja beim letzten Mal schon angesprochen, aber naja. Ich bin still. Ich bin ruhig. Es ist auch besser so. Ich bin ruhig. Aber man muss den Korti immer damit aufziehen. Also, ihr müsst euch das Video echt mal angucken. Er hat es episch gesungen, ja. Natürlich. Wenn Linkin Park im Grab liegen würde, würden sie definitiv wieder als Zombies auferstehen, nur um sein Hirn oder beziehungsweise nicht mal mehr sein Hirn, einfach seine Stimme ihm rauszureißen, dass er ja nicht mehr irgendwie den Ton davon singt. Tro? Ja? Möchtest du Ärger haben? Gerne doch. Dann hol dir deine Rumpfblöcke hier ab. Okay. Nee, also, wie gesagt, es war ja auch eine Strafe, ne? Aber viel lustiger wäre es jetzt wirklich gewesen, diese ganzen Sachen da live auf der Straße zu bringen. Würde ich nicht machen. Dann wäre es ja aber nicht Erfüllung der Strafe. Ja, was passiert dann? Das ist eine gute Frage. Darüber müssten wir uns mal mit der Jury unterhalten. Dann müsst ihr ein Video für Sternchen, Sternchen, Sternchen hochladen. Und dort versuchen, massig Klicks zu bekommen. Hm. Weißt du, da reicht der Name Korti eigentlich schon aus und du hast gewonnen. Was? Ach ja, Mann, der Korti und ich, wir verstehen es wirklich so super. Manchmal, aber nur manchmal. Haben Korti ein kleines bisschen Hauer gern. Immer, ja wirklich immer. Oh, ich bin still. Oh, da war es schon wieder. Was? Leute, seht ihr, und das muss ich mir jedes Mal antun. Auch musst du nicht? Ich kann auch gehen. Die müssen doch nicht wissen, dass ich immer dir hinterher renne und sage, Korti, bitte nimm mit mir auf, bitte. Ich kann nicht mehr ohne dich. Okay, wir wollen es ja nicht übertreiben. Wieso? Doch fast. Ja, aber muss ja keiner wissen. Ach so. Oh, okay, gut. Nee, in Wirklichkeit ist es ja so, dass der Korti mir ja hinterher rennt. Ich könnte fast ein Cockpit bauen. Aber noch haben wir ein Schiff, das intakt ist. So, gleich kann ich den ganzen Kram hier rausnehmen und in die Basis bringen. Manchmal echt interessant. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht mehr bauen bei uns? Hier geht? Ah, wir hatten einen Server-Lag. Ah, ja. Du bist der Server, also mach dir Gedanken. Yep. Ich bin der Server. Ich bin dein Ultimatum. Ich bin Roleplay. Live. Der... Egal. So. Ich mache jetzt hier gerade alles bereit für unser schönes Essensbeet hier. Muss ja alles zugedeckt sein, habe ich ja gehört. Was hast du gehört? Mhm. Ob so ist, ist die nächste Frage. Wah, wah, wah. Kannst ja zwischendurch nochmal Türen bauen oder sowas, keine Ahnung. Warte, warte. Hat er auch mal abschließen können. Können wir eigentlich jetzt hier schon Strom produzieren oder noch nicht? Natürlich. Natürlich. Also hast du es nur ausgemacht, okay. Yep. Möchtest du eigentlich Fenster haben? Vielleicht ein paar. Okay, dann mach ich mal da ein Fenster hin. So, dann schnapp ich mir das hier mal alles. Und bring's mit runter. Können wir das Schiff nämlich erstmal verlassen. Oder andersrum, dann darf der hier erstmal noch ein paar Treibstoffzellen bauen. Gut. Was haben wir hier sonst noch im Schiff? Was man denn alles so gebrauchen könnte?
Ah, Strom läuft. Gut, Strom ist an. Ach, du hast jetzt nur erstmal das gebaut, den Tank und, Ja. Nur weißt du was? Drohnen sind auf dem Weg auf deiner Basis, um deine Basis anzugreifen. Was? Ich habe gerade die Warnung bekommen, Drohnen sind auf dem Weg, um unsere Basis anzugreifen. Ja, super. Wo möchtest du den Generator hinhaben? Hier, neben dem Kern. Aber wir haben gleich einen Kampf, ne? Das weißt du. Ja. Deswegen möchte ich auch vorher das Inventar leeren, weil ich alles aus dem Schiff mit habe. Sehe sie aber noch nicht. Das finde ich gut. So, jetzt haben wir erstmal einen großen Konstruktor. Das finde ich schon mal ganz gut. Was sind das für Geräusche? Hier ist der Strom an. Das ist das Geräusch. Achso. Wo sind die Drohnen auf dem Weg? Ich habe uns mal ein Licht noch gemacht, ne? Sprit ist noch drin. Okay. Vorne ist ein Klubschi. Klubschi. Aufzugblock. Halt hier alles mal in Beobachtung. So, warte mal. Metallkomponenten, Steuergerät, Computer. Das brauchen wir eh alles wieder. Also baue ich nochmal einen Haufen Metallkomponenten, während wir uns vorbereiten für den Kampf. Das finde ich cool, dass es jedenfalls angekündigt wird. Nicht so von wegen. Bam, 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 bam. Und tschüss. Ja. Weil dann ist man auch gleich viel angespannter, weil man weiß, irgendwas passiert noch. Wir werden alle sterben. Da ist die Drohne. Kommt hinter unserem, hier, bei mir. Hier, hoch, 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 hoch zu mir. Gerade wollte ich fragen, wie bist denn du hochgekommen? Oh, verdammt. Gut. Frage ist, ob jetzt noch eine Drohne kommt, ne? Werden wir gleich wissen. Und die hatte nur Munition, was ist denn das für eine Verarsche? Oh. Die haben doch sonst immer so viel. Was baust du denn hier alles gerade? Alles, was wir mal brauchen. Irgendwann brauche ich noch die Blöcke für die Küche. Ja, setz mal deinen Helm ab. Habe ich meinen Helm auf? Ups. So. Gehe ich nochmal zum Raum. Halte weiterhin Deckung hier. Wir bauen übrigens auch noch eine Repair Cannon. Okay, wenn die aus der Richtung kam, vom Prometheum. Und nicht aus der anderen Richtung. Ich mach mal das Raumschiff aus, ne? Jetzt gerade mein Raumschiff oder was? Ja. Okay. Block Badezimmer. Man kann es eh nicht benutzen. Ganz praktisch. Wir haben die Basis so im Sichtfeld des Raumschiffs gebaut, dass ich das mal in die Nähe fahren kann. Achtung, ich komme mal. Na super, so. Dann fliegt ihr jetzt gleich wieder gegen das Raumschiff gegen. Nö. Wenn, dann gegen die Basis. Ach, da ist ja schon das Raumschiff. So, wir haben 37 Kraftstoffzellen. Hier, der Treibstofftank ist gefüllt. Im Raumschiff sind auch noch ein paar im Tank. Ja, ich würde sagen, warum sind diese Blöcke hier schon kaputt? Ja, rate mal, weil er was auf uns geschossen hat. Ach, stimmt ja. Du hast das Repair-Ding, ne? Nee, wir haben noch gar kein Repair-Ding. Das muss man bauen als einziges. Was so? Könnte ich mal Füll-, Zerlege- und Reparaturwerkzeug will ich auch mal. Brauchen wir noch. Ich stehe jetzt hier eigentlich gerade oben und halte Ausschau nach Gegnern. Raketenwerfer. Sind schon einige Blöcke kaputt, ey. Ich könnte ja mal einen Raketenwerfer bauen.
Was? Ich mach's jetzt anders. Ich geh zum Raumschiff und baue da meine ganzen Sachen. So. Komm, so. Einsteigen. Y. Und gib dir, ne? Ja. Nee, weil die ganzen Ressourcen ja woanders sind. Ja, dann. Na komm, vergiss es. Warte, ich mach Hälfte, Hälfte. Ne, brauchst nicht. Ah, doch, so können wir gleichzeitig bauen. Das erspart uns ein bisschen Zeit, ne? Prometheum-Erz, nehmen wir auch mal. Okay, jetzt war jetzt nur eine Drohne unterwegs, so wie es scheint. Und ich sehe gerade, was wir als nächstes holen sollten, ist Kobalt und Eisen. Eisen haben wir ja da hinten genügend Lager. Ja, also Kobalt haben wir aber noch nicht gefunden, ne? So, also, jetzt kannst du den beiden gleichzeitig bauen. Ich habe immer ein bisschen aufgeteilt. Und okay. Ich gehe Eisen sammeln. Pass auf, da sind auch Drohnen in der Nähe, ne? Ich bin bewaffnet. Keine Angst. Toll. So, ich wollte jetzt hier nämlich die Repair Gun bauen. Aber Iron, Kobalt. Stimmt, Kobalt haben wir noch nicht. Metallkomponente, Elektronik und Kabel. Vielleicht finde ich das hier auf dem Weg. Ja, ich habe jetzt erstmal nur die Rohressourcen rübergepackt, ne? Den Rest musst du dir entweder mit rübernehmen, Metallkomponenten oder so ein Kram. Oder du baust es dir separat. Habe ich überhaupt noch was im Verdampfer drin? Ja, das langt. Elektronik, wo haben wir es denn? Da. Lithiumbarren. Nee. Das nicht mit rübergebracht. Habe ich nicht? Nein. Mist. Muss ich jetzt extra nochmal rüber und die Lithiumbarren holen. Oh. Tut mir leid, mache ich nie wieder. Unmöglich von ihm, Leute. Unmöglich, ne? Möchtest du mir damit irgendwas sagen? Willst du mich heiraten? Bitte? Habe ich das gerade laut gesagt? Oh, verdammt. So. Elektronik und Kabel. Ich habe doch gerade Elektronik gebaut. Nö. Oh nein, ich habe ein Steuergerät gebaut. Ich Idiot. Doch jetzt. Der Kotz da. Oh, oh. Ja, dann baue ich jetzt halt erstmal die Küche. Aber hey, da ist ja gleich bei dir eine Kanone fertig dafür. Kann ich ja doch noch reparieren vorher. So, ich baue da jetzt mal die Küche, ne? Jojo. Ich grab mich mal durch die Erde, wenn du nichts dagegen hast. Jojo. Jojo, mach du mal. Geh du sterben. Ne? Genau. Das ist wichtig, dass er stirbt und nicht ich. Glück habe ich sogar noch über, das ist ganz praktisch. Ganz ehrlich, Glubschi, was machst du in meinem Loch? Kuscheln! Ich habe sogar noch Blöcke über, das ist ja praktisch. So, wo haben wir es denn? Wo haben wir denn die Blöckchen da? Rohes Fleisch. So, dann gehe ich jetzt erstmal ganz kurz reparieren, ne? Ja, tu du. Ups. Parieren, nicht kaputt machen. Ich hab gerade. Wäre. Ja. Kann ja mal vorkommen. Ein Block weniger, meine Güte. Hast jetzt einen ganzen Block zerstört? Ja. So, Oh, sieht ja echt gut aus. Und dann. Ups, weg. Ups. Gut. So. Was haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Nacht ist aber auch ganz schön lang geworden, oder? Kommt mir das nur so vor. Nee. Den Nachtzyklus ganz schön verlängert. Kann mich auch täuschen, kann ja sein, dass ich mein Gamma falsch eingestellt habe. Hm. Du auch. Ja, so rein zufällig. Ja. Ah. So, da mal ein paar Fensterchen. Ich komm da nicht hoch. Was mit Jetpack? Ja, ich spring immer daneben.
Kunst, Leute. Kunst. Ja, Pro-Play-Kunst. Sein Spielstil ist Kunst. Kunst ist daneben springst. Treffen kann jeder. Aber ich habe jedenfalls jetzt Fenster für uns. Wenn auch nicht ganz so normale, aber... Fenster. Punkt. Was sind bei dir nicht normale Fenster? Sind Gitterstäbe. Das sind hier, wird hier als Fenster deklariert. Irgendwelche Fragen, keine wegtreten, danke. Warum ist das so? Weiß ich. Frag doch wegtreten. Nö, ich wollte vorher noch fragen. Nop. Antwort. Ups. Hä? Ich habe jetzt gerade unsere ganzen Kraftstoffzellen alle zerstört. Bitte? Hä? Oh. Und die Promethium-Pellets sind auch weg und das Promethium. Warum glaube ich dir das jetzt nicht? Ja, ich weiß, es war jetzt ein bisschen doof, es fiel mir jetzt erst so im Nachhinein ein. Kacke, ne? Hätte aber gut kommen können. Hätte aber gut. Nein. Nein? Okay. Na, aber nächstes Mal. So, jetzt lass ich erstmal wieder 50 Stahlplatten bauen. Und deine Stahlplatten, Ja, das Eisen ist bald leer. Ja, ich bin doch schon... Na, ist in Arbeit. Schneller. Oh, nee, schon wieder runtergefallen. Mann. Alter, ich kann nicht springen. Ich gebe halt echt ein Kind, ey. Hast du schon noch eins? Noch eins. Das fand ich auch cool. Ich hatte einen Kommentar auf einer Sims-Folge. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee. Wie du hast, wie du bist verheiratet. Dachte mir so, ja. Schon seit 8 Jahren. Warum erinnert mich das so an den einen Kommentar bei mir? Wer ist die Frau, die da im Video spricht? Meine Frau? Nee, das Coole ist an der ganzen Sache, dass er dann fragt, ob ich 21 bin, obwohl ich gesagt habe, 8 Jahren. Alter, ich habe doch nicht mit 13 geheiratet. Woher kommt's noch? Nein, du bist alt. Hallo, dann wäre ich jetzt schon 20 Jahre verunglückt. Oh, scheiße. Ja, du kommst jetzt erst ins erste Jahr Unglück. Ja, dann 20 Jahre. Oh, scheiße. Was denn? Ich habe ein Problem. Hast du Drohnen mitgebracht? Nein. Ich komme hier nicht mal raus. Ein Jetpack. Langt nicht. Dann grab dich nach oben, das geht auch. Ist alle. Ist ein Witz. Leider nein. Leider geil. So, ich komme mal den Korti retten. Aber ich nehme sicher selber vorher noch Munition mit. Ach, geht ja nicht. Ich brauche dafür Eisen. Hätte ich 118 im Angebot. Ja, das wird ja jetzt episch. Sekunde, ich guck mal, ob ich da nicht doch noch was bauen kann. Dampferladung ist das, ne? Ja. Ah, gut, ich kann noch... Stück bauen. Hast du nochmal Glück gehabt, dass der Trupplayer an sowas dann denkt noch vorher, bevor er losrennt, ne? Ich komme hier echt nicht mehr raus. Das gibt's. Aber ob ich hier rauskomme, sehen wir in der nächsten Folge. Bei dem Retter Trupplay. Genau da. Hilfe und gehabt euch wohl und tschüss. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.